Es war herausfordernd. Es war nass. Es fängt wieder an. Heute ist es inflationär mit den Rentieren. Ich hatte einen, der wollte gar nicht von der Straße runter. Und jetzt haben wir hier einen kapitalen Bock. Wunderschönes Tier. Eine richtig geniale Geweih. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Gebiet, das heißt Julma Ölki. Und die Piste oder Straße dahin soll richtig beschissen sein. Wie ihr selber lesen könnt, nach Julma Ölki 8 Kilometer. Da lang. Die Straße entpuppt sich als eine ganz normale Schotterpiste mit gelegentlichem Wellblechcharakter. Ist ja richtig was los hier. Oh, das ist ja richtig riesig. Wo hätte die Dame es gerne? So long. Das sind unsere Nachbarn hier. Ganz viele Autos und ein paar Womos. Das hier ist unser Stellplatz. Übrigens ist die russische Grenze auch dort irgendwo nicht weit. Während Annette mit Mara irgendwo unterwegs ist, wahrscheinlich ein Gewässer suchen, damit Mara wieder eintunken kann, mache ich schon mal etwas Wasser für den Kaffee. Ich habe schon mal Annette entdeckt. Da, auf sie mit Gebrüll! Oh, ich habe die so vermisst, mein Weibchen. Oh. Oh, oh. Da ist die Bootsanlegestelle unten und sie ist eingetunkt wie so ein Kanu. Wie ein Kanu. Wie schmeckt der Berliner? Das ist ein alter Hund. Hart wie Sau. Ja, sind sie zu hart bis zu weich. Gut, auf jeden Fall, hier kann man ja auch solche größeren Touren machen mit Gruppen und Kanu. Also wir sind jetzt hier anscheinend und dann läuft dieser Canyon hier ganz lang dahin und da ist auch noch irgendetwas. Könnte also sein, wenn wir schon keinen eigenen Bär finden aus unserer eigenen Kraft, dass wir doch noch so eine Bear-Watching-Tour mitmachen. Das ist also das große Boot für die Gruppentouren anscheinend. Ja, ganz schön groß. Und dieser geht zur Hängebrücke über diesen Canyon. Das ist das Zeichen für Hängebrücke. Wir starten jetzt und gehen zu der Schlucht mit der Hängebrücke. Werdet ihr dann schon sehen. Wie man sieht, auf jeden Fall saugeiles Wetter heute. Im Gegensatz zu gestern. Da sind wir im Regen hier angekommen. Zwischendurch mal. Ja, hoffentlich haben wir Glück heute. Dass nichts kommt. Aber für die Strecke müsste es langen. Komm. Jetzt ist einfach mal ein bisschen Waldbaden angesagt. Wir tauchen in die finnische Taiga ein. Um uns Stille. Nur etwas Windrauschen. Oder doch nicht? Da unten sieht man jetzt schon das erste Touristenboot. Nicht viele dabei. Die fahren zu den Felsmalereien. Ah, da müssten wir jetzt eigentlich schon hier sein. Weil die stoppen da. Also sind sie wahrscheinlich hier irgendwo zu sehen. Dort sind anscheinend die Wandmalereien. Also mit Ruhe ist hier damit nichts. Die fahren alle halbe Stunde. Vorausgesetzt natürlich, es gibt genug Interessenten. Tiefer im Wald rauscht ein Bach. Die Strecke über die Canyonbrücke beläuft sich auf 5 Kilometer. Vito lässt mal wieder die Drohne steigen. Eine atemberaubende Taiga-Landschaft, die wir sicher so nicht vom Boden aus würdigen könnten. Welch ein Privileg, solche Reisen machen zu können. Anders als es uns die Nachrichten weismachen wollen, erkennen wir immer wieder, dass die Welt voller wunderschöner Dinge ist. Die gesamte Wanderstrecke um den Julma Ölki beträgt 10 Kilometer. Eine Badewanne für Mara. Annette sieht da was Interessantes. Da ist sie schon. Wie kommt man da runter? Was macht man auf der anderen Seite? Da ist ja nur Geröllfeld. Jetzt habe ich schon ein bisschen Schiss. Ich wollte hier um den Fels drum herum latschen. Und dann sehe ich das da. Wunderschön, aber
Das ist eine stinknormale Brücke, so wie die in Terrambina, etwas höher. Jetzt geht's zur Brücke. Okay, hier muss man so einen etwas steileren Part runter. Aber man kann sich ja festhalten hier, wenn man dann unbedingt will. Ein bisschen schaukelig ist es. Komm weiter. Weiter. So ist fein. Super machst du das, mein Mädchen. Komm. Komm, 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 komm. Komm. Super, meine Kleine. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder rauf, um auf der anderen Seite des Sees wieder nach Hause zu kommen, zum Van. Mara, der große Leader. Die Brücke ist herrlich, oder? Auf der anderen Seite müssen wir einen Geröllhang hinaufsteigen. Ja, ja. Ganz langsam, Märchen. Das große Problem eher für Mara wird das hier sein. Da die Pfoten darauf zu tun, ist nicht so ohne. Das wird sich schon irgendwie schaffen. Aber so optimal ist das nicht. Mit kleinen Hunden ist das Problem schnell gelöst. Auf den Arm nehmen und fertig. Also, jetzt geht's rund. Märchen, du bist gut, ne? Ja, ja. Dann schauen wir mal, wie Mara das hinkriegt. Ist wahrscheinlich nicht so schön für sie. Komm, Märchen, langsam. Aber sicher, komm. Du kannst es. Dann muss ich Mara doch nicht tragen. Gut so, gehen wir weiter, Mann. Ist nicht mehr weit. Ist schon fast fertig. Gleich oben. Yeah. Schau mal. Komm. Märchen? Jawohl. Jetzt. Super, hast du das gemacht. Okay, jetzt sind wir angekommen. Super Märchen. Jawohl. Oh, das war meine Hauptsorge. Hier oben machen wir eine kurze Pause. Oh, Schokolade. Lecker, lecker, lecker. Mhm. Worte können das hier gar nicht beschreiben. Ich liebe sowas. Auf der Westseite des Yulma Ölki wandern wir mit viel Sicht auf den Canyon. Für Finnland ist es heute recht warm. Endlich wieder ein kühler Bach für Mara. Wir nähern uns dem Parkplatz jetzt. Das heißt, die Tour ist fast vorüber. Ihr kennt den Spruch schon. Da hinten irgendwo ist der blaue Wahnsinn. Da könnt ihr ihn sehen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Man muss sich schon aus dem häuslichen Umfeld bewegen, um die restliche Welt kennenzulernen. Klar, es wird nicht alles glatt laufen. Pläne müssen manchmal geändert werden. Aber hey, das ist das Leben. Ich glaube an die Freiheit und sie beinhaltet eben auch Unwägbarkeiten. So wie vieles auf unseren Reisen ist der Yulma Ölki von der Sorte besser als erwartet. Wir werden jetzt gleich ins Kanu steigen. Das ist unsere wasserdichte Tonne. Da habe ich meine Drohne drin und dieses Kanu nehmen wir dann gleich. Und wie ihr seht, sind auch schon welche mit dem Packraft unterwegs. Wir hätten auch unser Aufblasbares nehmen können, aber wir dachten, wir geben auch dem Ort ein bisschen was, weil ansonsten haben wir bis jetzt nichts bezahlt und die Leute müssen auch von irgendwas leben, oder? Ja. Ja, und der Park ist phänomenal, das heißt, man sollte sowas auch unterstützen. So, dann ab dafür. Jetzt geht's rund. Und wir legen ab. Ich bin der Lenker, du machst die Power. Du bist die Powerfrau, hm? Wir gleiten über das Schwarzwasser des Yulma Ölki. Links und rechts die Tiger Finnlands. Ich sehe schon, da vorne ist die Wand mit den angeblichen Wandmalereien. Dann gucken wir uns das mal an, oder? Okay, da sieht man sowas in Rot. Also das Schwarze ist es wohl nicht. Naja, das Ganze als Wandmalereien zu bezeichnen, ist etwas
bisschen übertrieben, wie ich finde. Aber nun gut, jedem das seine. Diese roten Kleckse werden das wohl sein. Diese schwarzen auf jeden Fall nicht, das ist einfach nur Patina. Ah doch, da ist ein Männchen. Ah, da muss man noch näher ran. Ich hatte hier schon fest, wunderbar. Hier sieht man das oben, da ist ein Männchen und unten drunter ein Rentier oder was auch immer. Also da ist ein Männchen und da ist ein Rentier oder sowas mit Beinen. Und da ist auch irgendwas, aber das kann man gar nicht mehr sehen. Ja, aber es ist schon alt. Und somit etwas abgeblättert, die Farbe. Ma, guck nur ehrfürchtig auf diese Kunstwerke aus der prähistorischen Zeit. Die von Moosen und Flechten überwucherten Uferfelsen schieben sich an uns vorbei. Wie sehr kann man eine Landschaft genießen? Wir mittendrin und doch unwissend. Das Expeditionsteam nähert sich schon wieder seinem Ausgangspunkt. Wir probieren jetzt eine neuartige Anlegemethode aus. Und dann schön ziehen. Ja, genau. Das passt jetzt quasi noch weiter reinziehen. Super, Märchen. Jetzt bist du erleichtert, ne? So, jetzt kannst du da raus. Ja, wenn ich noch hochkomme. Da hast du, Vorsicht auf den Kopf. Gleich dong, dong. Es war herausfordernd. Es war nass. Doch wir sind wieder. Wir sind wieder zurück. Heil und unversehrt. So, schön eingepackt. Es klemmt. Ja, es klemmt. Es bewegt sich nicht mehr. Es hat keine Luft. Und ich muss das dann rausziehen und dahin treideln. Warte mal, da hängt das irgendwie fest. Ah, jetzt ist es. Das wäre jetzt gut gewesen bei dem Sparrad. So. Gut. Ich gehe mit dem Boot Gassi. Falls ihr euch fragt, wie ich mich fit halte, ich schleppe Kanus durch die Gegend. Komm mal. So. Und dann. So. Wir haben ihn fertig. Noch eine kleine Lehre aus dem Ganzen für Hundebesitzer. Die Kanadier hier, die haben alle. Also von denen, die man hier ausleihen kann, haben wir jetzt durchgeguckt. So eine Mittelleiste im Boot drinnen. Auch die anderen, die quasi von unten nicht so einen Kiel hatten, haben da so ein Alurohr drinnen in der Mitte. Das hält die Sitzen fest hier. Und wenn ihr einen Hund habt, dann ist es natürlich sehr unbequem für ihn, hier in der Mitte irgendwie Platz zu nehmen, weil das hier absteht. Das heißt, man müsste irgendwas zum Auspolstern nehmen. Eine Isomatte oder sowas, dass er sich da bequem drauf hinlegen kann. Hier ist zwar vorne, im vorderen Bereich, quasi Ende, Sense abgeschnitten, da hat man ein bisschen Platz. Aber wenn man da noch mit den Beinen hin will und der Hund einigermaßen groß ist, dann ist da nicht allzu viel Platz. Vor allem ist es hier auch viel enger. Das heißt, er kann sich auch nicht gut umdrehen, der Hund. Und hier ist das natürlich sehr breit und er kann sich hier prima umdrehen. Und die Leiste geht bis nach hinten und hier hat man nicht wirklich viel Platz. Das ist quasi Pillepalle. Da kann man keinen Hund hintun. Also für alle, die einen Hund haben, das solltet ihr bedenken, wenn ihr paddeln gehen wollt mit ausgeliehenen Kanus. Und schon wieder haben wir Rentiere auf der Straße zum Abschied. Ich liebe Finnland. Wir sind wieder einmal auf dem Weg zur russischen Grenze. Wenn ihr mit uns nach Russland wollt, dann klickt oben. Wollt ihr jedoch Bären sehen, dann ist der untere Film eher was für euch. Ciao!